Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, oder späten Nachmittag, oder wie man das jetzt nennen soll. Ich begrüße Sie im Kino des DFF zu einer Veranstaltung, nämlich einer Buchpräsentation von diesem Buch hier. Das heißt Tell It to the Stones, Encounters with the Films of Daniel Huet et Jean-Marie Straub. Es werden viele Wünsche, irgendein Buch vorzustellen, an uns herangetragen, die wir meistens nicht erfüllen können. In diesem Fall war aber der Kinoabteilung sofort klar, dass wir das machen müssen, weil es eine lange Verbindung zwischen Daniel Huet und Jean-Marie Straub und dem Deutschen Filmmuseum bzw. dem Vorgänger, dem kommunalen Kino, gibt. Wenn ich doch mal ganz kurz in die Geschichte gehen darf, das begann im Januar 1976 mit der ersten Retrospektive und gleichzeitig der Frankfurter Erstaufführung von Moses und Aaron, womit auch der Bezug zu Schönberg heute wiederhergestellt ist. Also Kino-Erstaufführung, er lief vorher schon im Hessischen Rundfunk, aber da ohne die Widmung an Holger Mainz. Die nächste Retro war schon 1983. Und so ging das immer weiter. Es gab danach noch mindestens drei weitere. Auch die neuen Filme von Daniel Huet und Jean-Marie Straub wurden hier regelmäßig vorgestellt, oft in ihrem Beisein. Es gab auch 1983 meines Wissens das einzige Mal irgendwo eine Carte Blanche, wo sie sich Lieblingsfilme aussuchen durften, die dann hier liefen. Das war 1983. Und nicht zuletzt, Daniel Huet hat von allen Filmen in der analogen Zeit im Kopierwerk sämtliche Kopien abgenommen und dann einige auf verschiedene Filmarchive in Europa verteilt, so eine Handvoll, unter anderem eben das Filmmuseum in Frankfurt, sodass wir heute eine große Sammlung an Straub-Huet-Filmen haben. Auch der Film, der heute läuft, von heute auf morgen, ist aus unserem Archiv auf die Weise. Er hat natürlich noch einen besonderen Frankfurt-Bezug, weil er im Hessischen Rundfunk gedreht wurde und weil auch die Muster in diesem Saal angesehen wurden. Nun zu dem Buch. Ich darf Ihnen Tobias Hering und Patrick Primavesi vorstellen. Tobias Hering ist einer der beiden Herausgeber des Buches. Er hat 2017 die große Huet-Straub-Reihe in der Akademie der Künste in Berlin veranstaltet. Und ich glaube, das Buch ist auch in gewisser Weise ein Produkt dieser Veranstaltung. Stimmt das? Okay. Und Patrick Primavesi ist heute an der Universität in Leipzig tätig und seit vielen Jahren ein ausgewiesener Straub-Experte. Er hat auch einen Beitrag in dem Buch veröffentlicht. Und damit ist genug der Einleitung. Jetzt übergebe ich das Wort an die beiden. Sie werden kurz etwas zu Straub und dem Film heute sagen. Dann läuft der Film und dann gibt es hinterher noch die Möglichkeit, Fragen, Diskussionsbeiträge, Kritik oder Ähnliches anzubringen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Winfried Günther, für die Einführung, die Begrüßung. Vielen Dank für die Einladung. Du hast erwähnt, dass wir an offene Türen geklopft haben, hier mit diesem Ansinnen, das Buch vorzustellen. Was wir hier machen werden gleich ist, wir werden einige sehr verschiedene kurze Textpassagen, so eine Art Textmontage vorlesen, von der wir glauben, dass sie in diesem Film einführt und vielleicht auch das Seh- und Hörerlebnis hoffentlich komplexer und noch bereichern kann. Ein Film, den wir beide sehr schätzen. Patrick hat unter anderem dieses Buch mit herausgegeben, was ich eine Monographie über von heute auf morgen, das vom Filmmuseum München herausgegeben wurde,
Und hat sich also, ist also seit den 90er Jahren mit, insbesondere mit diesem Film, aber auch mit dem Werk von Jean-Marie Straub und Daniel Dujet beschäftigt, was ich von mir selber nicht sagen kann. Ich bin da eher so ein, gehöre eher zur nächsten Generation, obwohl ich gar nicht so aussehe, als wenn ich viel jünger wäre als er. Es ist so, dass Annette Busch, die hier auf jeden Fall auch dringend erwähnt werden soll, denn mit ihr gemeinsam haben wir 2016 begonnen, über eigentlich ein Ausstellungsprojekt in der Akademie der Künste nachzudenken in Berlin, zum Werk von Jean-Marie Straub und Daniel Dujet, mit dem Ansinnen, dem irgendwie sozusagen nochmal so einen Neustart zu geben oder die zeitgenössisch, also das Film, das Werk als ein zeitgenössisches nochmal zu befragen. Es ist ja nach dem Tod von Daniel Dujet 2006 still geworden, obwohl Jean-Marie Straub bis heute weiterhin Filme macht. Sein letzter Film ist erst aus dem letzten Jahr. La France contre les robots heißt er. Er hat weiter Filme gemacht, die allerdings nur noch in sehr, sehr wenigen, in kleineren Kreisen und an wenigen Orten eine Öffentlichkeit gefunden haben. Aber wir waren der Meinung, dass es, oder wir wussten auch von vielen, die sich heute neu oder zum ersten Mal teilweise auch mit dem Werk beschäftigen und es als ebenso inspirierend und herausfordernd empfinden wie diejenigen, wie die Zeitgenossen und Zeitgenossinnen, die es seit den 60er Jahren begleitet haben. Daraus ist dann eben ein Ausstellungsprojekt und eine Retrospektive, und dann eben auch zentral Teil des Projekts waren dann eben auch sogenannte Rencontres, wie wir sie genannt haben, also Begegnungen, meist, ich glaube, dreitägige Wochenenden, an denen alle, die wir über diesen Prozess von 2 Jahren in das Projekt hineingelockt und involviert haben, unter anderem Patrick, aber auch Rembert Hüser, der hier in Frankfurt eine Professur für Medienwissenschaften hat, glaube ich, der eigentlich auch heute hier sein sollte, aus gesundheitlichen Gründen nicht sein kann. Viele waren beteiligt und wir haben sie dann eingeladen, im Rahmen dieser Rencontres ihre Positionen zu einzelnen Filmen, zum Werk insgesamt oder auch nachdenken über die Bezüge, zum Beispiel Cézanne, Schönberg, Brecht, Pavese, nachzudenken und zu referieren. Und das war eine ganz schöne Veranstaltung, die dann wiederum der Auslöser wurden, zu sagen, wir möchten daraus gern ein Buch machen. Ich halte es jetzt noch mal hoch. Es ist dann letztes Jahr bei Sternberg Press erschienen. Es ist englisch erschienen, weil das eine mehrsprachige Gruppe von Leuten waren und weil wir auch der Meinung waren, dass es durchaus für ein internationales Publikum auch von Interesse ist. Und das Buch ist oben an der Kasse käuflich zu erwerben. Wir werden gleich einen Autor, nämlich Dietrich Diederichsen, auch zu Wort kommen lassen, einen Beitrag aus dem Buch. Ansonsten wird sich unsere Textcollage noch aus anderen Quellen speisen und sollte vielleicht eher auch als eine Methode oder so eine Vergnügen, was man so bekommt, wenn man anfängt, die Bezüge der Filme, sich mit der Arbeitsweise von Jean-Marie und Daniel zu beschäftigen, mit den Leuten, mit denen sie gearbeitet haben, dass man so einen kreativen Kosmos und Raum entdeckt, der dann um diese Filme herum entsteht, der weiterhin Spaß macht, ihn zu betreten und sich mit ihm auch durchaus zu reiben an Positionen und Äußerungen. Wir werden auch gleich einen O-Ton von Jean-Marie Straub hören. Das ist so ein bisschen der Impetus dieses ganzen Projekts gewesen, und unsere kleine Auftritt hier soll es vielleicht so ein bisschen diese Art des Arbeitens auch wiedergeben. Patrick, ich hoffe, du übernimmst. Ja. Guten Abend auch von mir. Ich glaube, wir hätten keinen besseren Ort finden können. Das wurde ja schon deutlich nach dem, was Winfried Günther gesagt hat, zu der langen Geschichte, die Straubs, wie es ja oft heißt, also Daniel Dujet und Jean-Marie Straub, mit dem Haus hier verbinden. Dazu kommt eben auch noch die praktische Erfahrung, die es damals bedeutet hat, hier die Muster sehen zu können. Das heißt also, während der Film produziert wurde, wurde er dann mit dem aufwendigen Verfahren immer nach Paris mit dem Zug von Assistenten gebracht und wieder zurück.
um notfalls noch was nachdrehen zu können. Da kommen wir gleich nochmal drauf, wie komplex eigentlich dieser Film in der Entstehung und natürlich schon in der Vorbereitung gewesen ist. Auch schon hat Winfried erwähnt, dass es ja nicht der erste Film war, sondern der dritte, der sich mit Schönberg beschäftigt hat von den beiden Filmemachern. Es ging ja los mit der Einleitung zur Begleitmusik für eine Lichtspielszene von 1972 und dann eben Moses und Aaron 1974. Und es gibt verschiedene Geschichten, die Jean-Marie erzählt hat, wann es zu der Idee kam, auch diese Kurzoper von Schönberg mit dem Titel Von heute auf morgen. Von Schönberg die Musik natürlich und von seiner Frau Gertrud unter dem Pseudonym Max Blonder das Libretto. Also Gertrud Schönberg hat das verfasst. Und dieses Werk ist nicht so oft aufgeführt worden und hat quasi auch eine Zeit lang, wie das meistens bei den beiden war, eine Art von Vorlaufzeit gehabt oder Reifezeit, bis das dann zu dem Projekt wirklich kommen konnte. Es hing natürlich auch mit den Anforderungen zusammen. Sie wollten auf jeden Fall ihrem Prinzip der O-Tonaufnahme treu bleiben. Und das hieß ja bei so einem Werk mit den Sängern und dem Orchester live in einem Raum zusammenzuarbeiten. Also anders als bei Moses und Aaron, wo das Orchester ja dann als zusätzliche Tonspur dazugelegt wurde und nicht mit in dem alten Amphitheater von Alba Fukense anwesend war. Hier war es aber so, dass tatsächlich im Sendesaal des Hessischen Rundfunks, im großen Sendesaal, das alles Take für Take entstanden ist. Ich bin vorher schon mit den beiden in Verbindung gekommen. Daraus ergab sich dann auch die Möglichkeit, tatsächlich bei dieser Produktion zu hospitieren. Deshalb hat mich das auch damals sehr über ein paar Monate beschäftigt, täglich da in den Sendesaal zu fahren und das langsam wachsen zu sehen, dieses Werk. Und von der Atmosphäre wollten wir ein bisschen was auch vermitteln. Deshalb habe ich ein paar Bilder, ein paar Fotos mitgebracht von verschiedenen Fotografen, die ich mal kurz auch nennen möchte, um die Credits zu geben. Also das waren Karl Erhard Tumm, Marion Bäff und Barbara Fahle. Die drei haben damals auch aus verschiedener Perspektive, in verschiedenen Konstellationen dann eben die Fotos gemacht. Und was wäre noch vielleicht zu sagen, bevor ich damit schnell durchgehe, die Fotos Ihnen zu zeigen? Ich wollte noch erinnern an den Redakteur Dietmar Schinks vom Hessischen Rundfunk, der wesentlich auch bei vielen Projekten sich im Rundfunk für die Straubs eingesetzt hat, auch eine Koproduktion meistens dann bewirken konnte für die dritten Programme. Fernsehprogramme war es damals auch ein wichtiges Anliegen, die Arbeit zu unterstützen. Und dafür wurden dann umgekehrt die Filme auch in den dritten Programmen gelegentlich ausgestrahlt. Und was vielleicht noch zu sagen ist, dass auch der Ort dieses Frankfurter Sendesaals sich auch erst nach und nach ergeben hatte. Der Dirigent ist ja Michael Gielen, der das Projekt ähnlich wie Moses und Aaron dann begleitet hat. Und dessen Arbeitsstätte war ja, nachdem er hier von der Frankfurter Oper, wo er ja Generalmusikdirektor war, und danach war er in Stuttgart und am SWR. Und als in den 90er Jahren dieses Projekt quasi zur Realisierung, also ich glaube, es war Ende 80er, zum ersten Mal diskutiert wurde, war klar, Gielen hätte vorher gar keine Zeit. Also während er noch am SWR gearbeitet hat, war das chancenlos. Aber er hat gesagt, wenn ich dann, ich glaube 94 wäre das dann gewesen, diese also Pensionierung, dann war eine Chance. Und dann ergab sich halt, dass das schon erwähnte Problem, wie nimmt man das auf mit einem Orchester oder den Umständen, die die beiden auch eingefordert haben. Der SWR wurde gefragt, hatte dann aber abgewunken, die hätten ein Fernsehstudio zwar zur Verfügung gestellt, aber nur für eine Woche. Und das kam überhaupt nicht in Frage. Dann waren die Wiener Philharmoniker im Spiel, also auch mit entsprechenden ORF-Kontakten. Und schließlich wurde es dann aber eben zu den Konditionen, die hier sich ergeben hatten, realisiert. Aber eben auch nicht in einem Fernsehstudio, sondern in dem großen Sendesaal, den wir hier auch sehen, also den Zuschauerraum. Und mit dem nächsten Bild sieht man, wie das da installiert war. Also eigentlich wurde ein komplettes Studio in den Raum eingebaut. Sie sehen das Set, davor das Orchester. Und mit dem Set, das an den Seiten, sieht man es nicht so richtig jetzt bei der Aufnahme, die ganze Tontechnik, die auch natürlich abgeschirmt werden musste. Das ist ja ein Riesenproblem bei solchen Produktionen, dass sich im Live-Ton selbst bei
den Mikros dann auf dem Rückweg noch der Schall übertragen kann vom Orchester möglicherweise auf die Mikros der Sänger. Also das ist eine sehr heikle Angelegenheit und Louis Auchet hat mit einer Mehrkanal-Tonbandmaschine das abgemischt. Es wurde natürlich mit Galgen hantiert, wie man hier so an der Seite sieht auf dem Bild. Und alles Mögliche gemacht, um quasi Studiobedingungen zu schaffen. Ein bisschen was sieht man hier auch mit den ganzen Lampen, die erforderlich waren. Und Backstage-Aufnahmen, die vielleicht ein bisschen vermitteln können, was die Atmosphäre damals auch bei den Aufnahmen war. Also es gab nirgendwo den apparatefreien Aspekt, von dem Walter Benjamin in dem berühmten Kunstwerkaufsatz spricht, dass quasi der Betrachter wie im Theater quasi einen Raum sieht, in dem die Technik eigentlich nicht vorkommt, auch wenn sie das grund- und strukturierende Prinzip einer Filmaufnahme ist. Und hier sieht man, und war auch bei den Proben das Faszinierende, ständig das Wechselspiel zwischen den technischen Apparaten und hier eben Louis Auchet an der Tonbandmaschine. Der ganze Apparat war die ganze Zeit sichtbar und ich finde das auf den Fotos nach wie vor sehr, sehr schön, das vermittelt sich. Man sieht hier die berühmten Manuskripte von den Straubs, die meistens auch bunt eingefärbt waren mit verschiedenen Schichten von Bearbeitungsdurchgängen. Wir haben das damals mit dem Buch auch realisieren können, also die abzudrucken neben den Stills und aus einzelnen Einstellungen. Man kann also sehen, dass das mehrere Schichten sind und das Geheimnis dieser bunten Zeichen ist quasi einfach Angaben für die Sprecher zu notieren, um die Aussprache, natürlich in dem Fall auch Pausen beim Gesang oder sowas, das vorher festzulegen. Eine minutiöse Arbeit, die diese mehrschichtigen Konvolute gewissermaßen dann erzeugt hat. Man sieht, dass das quasi eine ständige Arbeit war, also auch immer darauf zu achten, auf die vorher durch die Proben abgesprochenen Details. Und dieses Interieur ist in vieler Hinsicht bemerkenswert, weil es auch auf den ersten Blick sehr historisch irgendwie wirkt und man sich fragt, ist das jetzt eine Idee von Schönberg, den Raum so zu machen? Das stimmt, aber eben nicht die einzige. Es gibt verschiedene Ideen, die Schönberg bei der Entstehung, bei der Komposition entwickelt hat. Und das, was wir hier sehen, das kommt relativ nah an den ersten Entwurf, den er aber später, wo ich dann auch gleich ein Bild zuzeige, nochmal verändert hat. Es gibt eben Möbel, es gibt Pflanzen, es gibt auch Details. Hier sieht man, es kommt ein Gasmann, werden Sie später sehen im Film, mitten in der Nacht zu Besuch. Und das ist eine Rechnung von den beiden aus Paris, aus der Rue Cavallotti, wo die Familie von Daniel eine Wohnung hat. Das ist also eine Original-Gasrechnung von den beiden. Die sieht man im Film gar nicht, aber die Fotos vom Set geben uns da so ein bisschen einen Einblick. Hier sieht man William Lutschamski, der die Kamera gemacht hat. Wie man hier aber auch sieht, hat Straub oft einfach sich dann an den Apparat gestellt und William schaut eher zu. Ne? Und man sieht gewisse Symbole auf der Klappe, auf der Blende. Zur Handlung sagen wir gleich noch ein bisschen mehr, auch mit den Texten. Das sind jetzt mehr so kleine Impressionen vom Set. Auch hier hat ein bisschen Humor mitgespielt bei der Gestaltung der Knetfundamente für die Knetstative für die Mikrofone. Also das ist alles, was man dann im Nachhinein aus so einer Fotosammlung plötzlich entdeckt, was irgendwie eine ganz merkwürdige andere Sache gibt. Es wurde auf dem Set auch viel gelacht, was auch nicht unwichtig ist, weil man vielleicht so überliefert hat, dass bei solchen Produktionen auch viel gestritten wurde. Die Produktion stand manchmal auch einfach auf der Kippe, weil das Orchester sich vielleicht geweigert hat, zum 5. oder 10. Mal einen Take zu wiederholen, was bei der Musik von Schönberg eben auch eine ziemliche Herausforderung sein konnte. Aber es gab eben auch solche komischen Momente und auch eine interessante Atmosphäre, fand ich, in dem Prozess. Hier sieht man so diesen typischen Backstage-Blick, obwohl es ja eigentlich gar keine Bühne war. Es gab eben auch keine szenische Aufführung vor Publikum. Und dennoch arbeitet der Film damit, dass eigentlich so eine Theatersituation entsteht. Das werden Sie gleich am Anfang auch sehen, wenn die Sitzreihen dann eingeblendet werden. Und hier habe ich zum Schluss noch ein Bild, was tatsächlich die Uraufführung zeigt. Also ein Foto von 1930. Die Produktion ist damals in der Alten Oper entstanden. Das war in Frankfurt, genau.
Ja, habe ich noch gar nicht gesagt. Also in Frankfurt war die Uraufführung, also ein weiterer Punkt, dass es da eine Verbindung gibt zu diesem Werk und mit der Stadt. Und man sieht hier deutlich, anders als das Schönberg in seinem ersten Entwurf geschrieben hat, hat er in seinem zweiten explizit von einem Bauhausraum, einem modernen Wohnschlafzimmer geschrieben und hat das relativ genau festgelegt, sich auch über die Praktikabilität der Möbel ausgelassen, dass man mit einem Blick, einem Griff ein Bett ausziehen kann und plötzlich den Raum verwandeln kann. Und man sieht das hier sehr genau, dass der Raum der Uraufführung eben diese Bauhaus-Anmutung und so ein bisschen Art Deco-Elemente enthält, von denen sich Straub aber offenkundig dann wieder abgesetzt hat. Damals hat das Bühnenbild Ludwig Sievert gemacht, der auch in Darmstadt zu den herausragenden Bühnenbildnern der Zeit gehörte. Und vielleicht nochmal, um das in Erinnerung zu rufen, weil wir das Opernhaus ja heute da haben, wo das frühere Schauspielhaus war. Das war keine Doppelanlage damals. Das Opernhaus stand ja da, wo heute die Alte Oper ist. Das war der Zuschauerraum, der dann aber im Krieg irgendwann so aussah. Also das sind Fotos, die im Stadtarchiv noch zu finden waren. Und auch zeigen, was so ein bisschen der Horizont auch der Annäherung von Straubeuillet an diesen Stoff, an das Stück sind, nach der Übergangsphase zu fragen. Also 30 ist schon relativ spät und führt eigentlich direkt in den Vorabend, wenn man so will, des Faschismus in Deutschland. Und das ist so ein Motiv, was in dem Film auch anklingt. Also wir sehen aber gleichzeitig auch, was natürlich mit Schönberg zusammenhängt, eine Frage nach den assimilierten Juden in Deutschland, nach ihrer Kultur, die ein Stück weit in dem Film auch zur Geltung kommt. Ich denke, wir können jetzt auch einen aktuellen Bezug herstellen, ne? Also was das Stück angeht, da gebe ich an Tobias wieder. Ja, es wird, haben Sie vielleicht auch wahrgenommen, vielleicht waren Sie sogar da, es gab ja hier in Frankfurt im Januar bei der Premiere einen Schönberg-Abend an der Oper. Also eine, ich weiß nicht, wie man das nennt, also sich ein Abend, der sich Montage. Eine Montage von drei Stücken, unter anderem eben von heute auf morgen und auch der Begleitmusik zu einer Lichtspielszene und dem Monodram Erwartung und den sechs Monologen aus dem Jedermann. Daraus hat Daniel Herrmann einen Opernabend gemacht, der recht gut ankam. Ich habe davon in der FAZ gelesen am 18. Januar und lese mal einen von dem Kritiker Jan Brachmann den ersten Teil dieser Rezension vor, weil er meiner Meinung nach auch so ein bisschen die Wahrnehmung, gegen die sich diese Oper immer wieder behaupten musste, die Wahrnehmung einer gewissen Harmlosigkeit und Biederkeit wieder zum Ausdruck bringt, die sich irgendwie offensichtlich von Generation zu Generation mal wieder erneuert. Jan Brachmann schreibt: Gewiss haben sich Gertrud und Arnold Schönberg etwas dabei gedacht, als sie 1929 die Schlussfrage ihres gemeinsamen Ehedramas von heute auf morgen in den Mund des Kindes legten. Mama, was sind das, moderne Menschen? Das Kind ist in diesem einstündigen Konversationsstück hilfloser und verstörter Zeuge eines Ehezerrüttungsexperiments, das mit einer Restauration des bürgerlichen Rechtsverhältnisses abgebrochen wird. Selbstverwirklichung heißt, füreinander und miteinander zu leben. Freiheit gibt es nur in Bindung und Treue. Mann und Frau entsagen ihren Flirtbekanntschaften, sie dem charmanten Tenor, er der aufreizend mondänen Freundin seiner Frau. David Herrmann wandelt diesen Schluss in seiner Inszenierung an der Oper Frankfurt leicht ab. Es ist der Mann, Sebastian Geier, der am Ende des Stücks, verstört und hilflos, ins Dunkel ruft: Was sind das, moderne Menschen? Gut so, meint der Rezensent, denn mit der Übertragung vom Kind auf den Mann wird diese Frage zum Eingang des Menschen in seine selbstverschuldete Mündigkeit. Und dann heißt es etwas später: So geschliffen und amüsant Gertrud Schönbergs Libretto auch ist, so verklemmt und pointenfrei wirkt die streng zwölftönige Musik ihres Mannes dazu. Der Dirigent Alexander Soddy hilft am Pult des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters aber sehr, das Drama in Gang zu bringen.
Ja, mehr können wir zur Inszenierung nicht sagen. Ich habe sie auch nicht sehen können. Die war bisher immer ausverkauft. Das spricht eigentlich dafür, dass es in irgendeiner Weise das Publikum auch angesprochen hat. Aber trotzdem, bei der Bemerkung, die wir in der Kritik da gefunden hatten, fiel uns doch die bisschen merkwürdige Wertung auch gegenüber der Musik auf. Und dazu passt aus unserer Sicht eine kurze Charakterisierung, die Schönberg im Entwurf zu einem Brief aus seiner eigenen Sicht gibt, wobei er strategische Ziele damit verfolgt haben mag, das so zu formulieren. Ich zitiere mal: Die Oper wird ungefähr 50 Minuten dauern, vielleicht sogar etwas mehr, da manche rasche Tempi vielleicht nicht gleich so schnell genommen werden können. Es gibt keine Materialschwierigkeiten, keine des Kostüms, der Dekoration, der Beleuchtung etc. Der Text ist in keiner Weise anstößig. Die Musik ist heiter bis lustig, einige Male, so hoffe ich, sogar komisch. Im Übrigen so schlecht wie bei mir immer, aber sie ist dem Stoff angepasst und zeigt darum fortwährend geschlossene Formen, die durch unverkennbare, wenn auch nicht tonale, Rezitative, die nicht melodisch tun, unterbrochen und verbunden sind. Es gibt einige Ensembles, Duette und Quartette, aber es sind nur vier Personen, kein Chor, kein besonders großes Streichorchester. Ja, die Frage, die dieses Stück, was wie oder diese Oper, wie Patrick schon gesagt hat, nicht besonders oft aufgeführt wurde, immer wieder begleitet hat, worum es eigentlich geht. Aus der Rezension, die ich vorgelesen habe, klingt ja so ein bisschen heraus, dass der Einakter oder auch aus dem, was er später noch dazu schreibt, dass der Einakter von heute auf morgen Schönbergs leidlich misslungener Versuch gewesen sei, an die Moden seiner Zeit anzuschließen, an populäre, vom Jazz beeinflusste Kompositionen wie zum Beispiel Ernst Krenneks Johnny spielt auf oder die damals weitaus bekannteren Bertolt Brecht und Kurt Weils Dreigroschenoper und andere der beiden. Dabei ist das bestimmte Thema von Libretto und Partitur ja gerade die kritische Befragung der Mode. Die Frage ist, was bedeutet Mode? Was war um 1929 modisch? Dazu lese ich jetzt einen Passus aus einem Text von Dietrich Diederichsen für dieses Buch. Der ist hier auf Englisch erschienen. Ich lese aus der deutschen Fassung. Das war der Eröffnungsvortrag damals unseres Projekts und wir haben den Film damals auch als Eröffnungsfilm gezeigt. Dietrich Diederichsen. Schönberg hat als Künstler ein Gesetz nachhaltiger in Frage gestellt, als es ein von kurzfristigen rebellischen Impulsen angetriebener Avantgardismus je vermöchte. Statt das Prinzip des Gesetzes anzugreifen, hat er ein neues gemacht, das Komponieren mit der 12-Tonreihe. In der Oper von heute auf morgen sind die Prinzipien seiner Kompositionsmethode zum ersten Mal in einer Oper, also einem mehr oder weniger narrativen Format, durchgängig und konsequent realisiert. Die festgelegte Reihe D, S, A, Cis, H, F, As, G, E, C, B, Fis, ihre Umkehrung, ihr Krebs und die Umkehrung des Krebses bestimmen alle Tonhöhenfolgen und sind dabei zusätzlich zum ersten Mal in einem narrativen Sinne in bestimmter Form Personen zugeordnet, die sie durch die verschiedenen Versionen der Reihe in anderen Zuständen, Verwandlungen vorführen können. Schönbergs Innovation ist mithin eine fundamentale Erneuerung, die aber das Gesetzhafte als Fundament westlichen Komponierens nicht in Frage stellt, was zur gleichen Zeit aber der Jazz tut, der ebenfalls zur Entstehungszeit von heute auf morgen in Mode kommt und auch Vorlage und Inspiration für Opernkomponisten und Literaten von René Schickele bis zu Ernst Krenek wird. Des Letzteren, Johnny spielt auf, wird zu den sogenannten Zeitopern gerechnet, die, einer anderen Äußerung Schönbergs zufolge, ohne Krenek explizit zu nennen, die von ihm zu den zu bekämpfenden Modeerscheinungen und Elogen auf das Modische gerechnet werden. Die größte Drohung ist aber, dass die Zwölftonmethode selbst zur Mode erklärt wird, dass sie sich gewissermaßen zwingend und gesetzmäßig aus dem tonalen Material ergäbe und eben nicht willkürlich, ebenso wenig mechanisch und antikreativ sei, sondern den materialen Kern von Musik überhaupt betreffe. Das ist Schönberg immens wichtig. Der Gedanke steht über dem Stil, wie sein bekanntester Text argumentiert. Das erklärt vielleicht, warum die Oper gewissermaßen an zwei Fronten kämpft. Sie steht für eine Erneuerung des Gesetzes, das aber ganz nahe und quasi in Konkurrenz zu einer falschen Neuheit operiert, für die hier das Wort Mode steht.
Jetzt hören wir einen kurzen O-Ton, 3 Minuten von Jean-Marie Straub, und zwar in der Akademie der Künste Berlin 1999, vor einer Vorführung von heute auf morgen. Jetzt müsste eigentlich Ton zu hören sein. Müsst ihr den oben umstellen, den Ton? Ja, mach nochmal. Ich das kürzlich sah. Moment, jetzt haben wir es. Kürzlich sah ich wieder von heute auf morgen, was ich seit 2 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Und da plötzlich empfand ich, dass das, was dem Schönberg passiert ist, hier kurz vor 32, also mehr als ein Jahr, bevor der Hitler überhaupt an die Macht kam. Und was er dann sonst erzählt über das, was er ihm noch vorher passiert war, in irgendeinem Ort in Deutschland, wo er auf Urlaub war, das hat man gehört in dem Brief an Kandinsky da, ne? Da war er irgendwo in Urlaub und plötzlich wurde er da als Jude beschimpft und ging wieder nach Hause. Und den Brief habt ihr ja gehört. Und das ist 23. Der Brief ist von 23, also das sind schon 10 Jahre, bevor der Hitler an die Macht kam. Gut, und da wusste er auch von antisemitischen Tendenzen, ich bin kein Jude, ich mache keine Selbstverteidigung, die antisemitischen Tendenzen beim Bauhaus da schon waren, dann diese Erfahrung in irgendeinem Kurort in Deutschland, nicht in Österreich, und dann hier irgendwann 31 oder was weiß ich, oder Anfang 32 oder Mitte 31, das, was ich vorher erzählt habe. Und dann hat er zwischen 23 Brief an Kandinsky und dem, was ihm dann, sagen wir, 31 oder Ende 31 hier passiert ist, von heute auf morgen komponiert. Und das ist 29. Und es ist schon unheimlich, wenn man das ganz genau spürt. Also ich meine, im Rückenmark, in der Wirbelsäule oder im Herzen oder im Busen, wie der Hölderlin sagen würde, was da alles davon spuckt und rauskommt, wenn es um den modernen Menschen da geht und so weiter, dass eine Mode plötzlich und so weiter, dass Modezeitschriften eines Tages Verruchtheit diktieren und so weiter. Das steckt alles da drin. Ne? Es ist wichtig, weil dieser Stoff ist auch im Wasserzeichen, hat auch mit dieser Erfahrung zu tun. Und mit der Ahnung dessen, was ihm dann 2 Jahre später oder anderthalb Jahre später hier passierte. Ne? Ja, das, dieses Unheimliche oder die Abgründe, die sich in der Oper auftun, die wurden durchaus auch schon von Zeitgenossen wahrgenommen, unter anderem von Theodor Adorno, der die Uraufführung in Frankfurt rezensiert hat. Und auch und dann später auch von Hans Eisler, allerdings nachdem die Katastrophe sich vollzogen hatte. Also ich glaube, der Hans Eisler hat in den 50er Jahren dann die Oper als eine Apokalypse im Familienmaßstab bezeichnet, was wiederum zum Titel oder in die Überschrift deines sehr schönen und aufschlussreichen und genauen
Textes über die Oper und ihre verschiedenen Ebenen gewählt hast, der hier in diesem bereits erwähnten Buch erschienen ist. Aus dem möchte ich jetzt ein paar Passagen lesen. Das Heimliche ist nicht das Gegenteil des Unheimlichen, sondern dessen Voraussetzung und erste Erscheinungsform. Diese von der schwarzen Romantik wie auch von der Psychoanalyse reflektierte Dialektik des Heimes als des Ortes, an dem die Verborgenheit des Privaten umschlagen kann, in katastrophale oder utopische Formen von Öffentlichkeit, liegt auch der Oper von heute auf morgen zugrunde. Der Film von Eugène Straub bringt nun buchstäblich ans Licht, was in die mikrologischen Reihen und Verweisungsstrukturen der Musik von Schönberg eingewoben ist. Eine Erfahrung des Verdrängten, der Oberfläche des Alltags jedoch anhaftenden Schreckens im Leben der modernen Menschen. Die Szene ist das schöne Heim, wie die Frau es als Ziel aller Wünsche besingt, die ihr Mann haben sollte. Was willst du noch mehr? Hast ein schönes Heim und ein liebes Kind und ein Weib, das dich liebt. Die Oper ist durchzogen von Erscheinungen, die in ihrer Alltäglichkeit gespenstische Züge annehmen. Subtiler noch als in Alban Bergs Oper Lulu, wo das Haus des Zeitungsverlegers Dr. Schön bevölkert ist von den zwielichtigen Bekanntschaften und Liebhabern seiner neuen Frau, erweist sich in Von heute auf morgen das Heimliche als das Unheimliche. In den Korrespondenzen zwischen Dialog und Komposition, besonders in der Vielzahl fremder und auch in den szenischen Ablauf eingebundener Geräusche. So ist etwa das Auftreten des Gasmanns nichts als ein Klingeln, auf das hin der Mann zur Tür geht. Sichtlich irritiert kommt er zurück und erzählt von diesem Erlebnis, zum Ärger der Frau, die sich nach ihrer ersten Verwandlung noch weiter schmücken will. Der Mann: Er kommt mit der Rechnung. Ich gab dir doch neulich schon das Geld. Frau: Ja, ich weiß, aber mein Lieber, du glaubst doch nicht, dass ich das Geld noch habe. Komm, ich werde dir zeigen, was für prachtvolle Dinge ich mir dafür gekauft habe, nur um dir zu gefallen, dir allein. Hörst du, was ich sage? Der Mann hilflos: Aber was soll ich ihm jetzt sagen? Beherrscht wird das Geschehen ohnehin vom Kleiderschrank. Von der Maserung seines Holzes fallen medusenhafte Blicke auf die Szene, und wenn die Frau den Bericht vom Gasmann zurückweist und vor dem Schrank mit den fremden Kleidern tanzt, wird hinter ihr eine Galerie verschiedener, drohend sich aufrichtender Schatten sichtbar. Die Nacht als Übergang zwischen heute und morgen gebiert Monster, nicht aus mythischen Tiefen, sondern aus den Schimmern der Oberfläche. Und du beendest diesen, ich finde, wirklich sehr schönen Text mit einem Zitat aus dem von Straub eben erwähnten Brief an Kandinsky von 1923, in dem Schönberg schreibt: Vielleicht wird eine spätere Generation wieder imstande sein zu träumen. Ich wünsche das weder für sie noch für mich. Ja, im Gegenteil, ich gäbe viel darum, wenn es mir vergönnt wäre, ein Erwachen herbeizuführen. Das wäre jetzt zum Übergang nochmal ein Motiv, was auch der schon erwähnte Text von Dietrich Dietrichsen aufgegriffen hat, in dem Tale to the Stones Buch. Auch da stellt sich aber die Frage, also wenn man das mit dem eben Zitierten zusammendenken will, geht es hier um eine Wirklichkeit? Geht es, wie Dietrichsen das deutet, um Traum? Oder eine merkwürdige Überhöhung der Wirklichkeit in eine andere Perspektive. Vielleicht magst du das nochmal zitieren? Ich lese mal einen Passus von Dietrich. Der Text von ihm heißt übrigens The Revolutionary Dream of Marriage versus the Capitalist Reality of Sexuality. Also der revolutionäre Traum von der Ehe gegen die kapitalistische Realität der Sexualität. Die Zeit der geschlossenen Augen, die Nacht, hat ihren Ort zwischen heute und morgen. Von heute auf morgen ist ein Filmtitel ohne Untertitel, aber nicht ohne Traumqualitäten, als Film und in seiner Handlung. Ein Ehepaar kommt aufgekratzt nach Hause, es ist schon spät, es streitet. Es verwandelt sich, wird sich fremd oder spielt sich gegenseitig Fremdheit vor. Schließlich machen sie einander glauben, dass sie je andere begehren. Jemand klingelt an der Tür und will mitten in der Nacht die Gasrechnung kassieren. So etwas passiert nur im Traum.
Schließlich treten die beiden Objekte des Begehrens, der beiden allen Ernstes leiblich in Erscheinung. Jeder weiß, dass auch das nur im Traum passiert sein kann, dass der flüchtige Flirt Stunden später in die Wohnung kommt, um einem, wie man doch weiß, eh längst prädeterminierten Ehestreit, Argumente, Illustration und sogar den Anlass, die Versuchung nachzureichen. Doch die Versuchung wird niedergerungen, die Ehe überlebt. Das Ringen dauert genau eine Nacht von heute auf morgen. Und wenn man Ereignisse einer Nacht auf 45 Minuten kondensiert und dazu Begehrte, Abwesende herbeizaubert, hat man eben einen Traum produziert, auch wenn die Beteiligten durch hohe Geschwindigkeit, screwballhafte Dichte und Klarheit äußerst wach wirken. Aber neben der ultrapräzisen Knochenarbeit in einem aufgeräumten Studio des Hessischen Rundfunks und dem ebenfalls, wie er mehrfach bekundet hat, extrem hohen Tempo nicht nur der fertigen Oper, sondern auch des Kompositionsprozesses bei Arnold Schönberg, gibt es doch auch eine Schicht der Werkgenese, die mit Träumen zu tun haben mag. Und als letztes Zitat dazu nochmal Schönberg selbst, auch aus seinen Notizen. Das Wie der Darstellung soll leicht sein. Eine alltägliche, fast banale Geschichte und ihren tieferen Sinn muss nur akzeptieren, wer Lust dazu hat. Gezeigt ist, dass es bedenklich wäre, der Mode zuliebe an den Fundamenten zu rütteln. Gezeigt sind Menschen, die unklug genug sind, die Grundsätze, mit denen die Mode ja nur prahlen will, in Wirklichkeit umzusetzen. Menschen, die ein Eheglück bedrohen, ohne zu ahnen, dass die Mode, die sich ja mit dem äußeren Schein begnügt, vielleicht dieses Eheglück beim nächsten Wandel schon wieder verherrlichen wird. Beachtet man neben diesem auf der Hand liegenden Sinn, den Doppelsinn der zahlreichen Wortspiele, so wird man leicht die anderen Gebiete erraten, die gerne mitgedacht sein sollen. Wirklich ein High-Speed. High-Speed. Wir haben jetzt so, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt hier so gewisse Notwendigkeiten, relativ früh raus. Was ist denn jetzt? Jetzt ist 8:10, mhm. Und 8:30 geht es weiter. Also ich denke mir, wir haben sicher eine gute Viertelstunde. Mehr als eine halbe. Mehr als eine halbe? Okay. Vielleicht, ich fand das auch heute, weil ich deinen Text nochmal gelesen habe und du hast es auch in der Einführung nochmal einen Punkt gemacht, diese unterschiedliche Zeitlichkeit, also die Entscheidung für fürs Bühnenbild, also wie man das Bild gezeigt von der Uraufführung, wo doch sichtbar eine bestimmte Entscheidung gefällt wurde, wie du hast gesagt, Bauhaus, Art Deco-Elemente, und Straub und die haben sich hier für eine andere Zeitlichkeit entschieden, wobei die eben, wie du glaube ich auch gesagt hast, nicht so ganz einfach zu verorten ist. Und man hat dann auch das Gefühl, dass das so ein bisschen ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass die da zu Hause sind. Also die sind da auch so ein bisschen wie, es gibt diese Schnitte, wo es klingelt und dann fragen sie, was ist das? Als wüssten sie nicht, dass da in ihrer Wohnung auch irgendwas klingeln kann. Und auch diese Auf- und Abgänge sind immer so ein bisschen ins Leere. Man weiß nicht, man hat so das Gefühl, die gehen so ein bisschen in so ein Ungewisses weg. Und also es ist nicht wirklich ein Heim so. Mich würde nochmal, du hast da dir sehr viel Gedanken gemacht und auch viel zu genau hingesehen, dass du da nochmal ein bisschen was zu sagst, wie du sozusagen diese, was du in diesem Dekor siehst oder in dieser Bühne so, was diese zeitliche Verortung angeht. Ja, da steckt viel drin. Also das ist nun auch schon eine Weile her. 96 ist das ja produziert worden. Und das steht natürlich auch in der Reihe von anderen Filmen, die Straub-Bouyer gemacht haben. Was mir damals bei dem Film auch aufgefallen war, dass eigentlich alle, die in Deutschland entstanden sind, alle Filme, sie haben ja in sehr vielen unterschiedlichen Ländern gedreht, sind schwarz-weiß. Und diese Erfahrung hat mich damals irgendwie auch dann nicht mehr losgelassen. Also das sieht man in dem Buch jetzt nicht, aber es ist so, dass dieses Dekor war so ein komisches Olivgrün, also eigentlich ein fürchterlicher Farbton.
das hatte, glaube ich, einfach nur Gründe, dass es für den Kontrast, mit, also sie wussten ja, dass sie den schwarz-weiß machen würden, dass es eine einigermaßen neutrale Wirkung hat. Und es gibt ja sehr oft Stellen, wo die Kamera wirklich länger auch sehr ruhig dann auf solchen Ornamenten bleibt. Das ist dann manchmal auch die Rückenlehne von dem Stuhl, das ist diese merkwürdige Tapete. Das ist alles sehr bewusst ausgewählt. Ich würde aber nicht sagen, dass es da jetzt um eine ganz bestimmte also historische Genauigkeit oder sowas ginge. Ne? Sondern es ist eine bewusste Entscheidung. Und du hattest ja auch vorhin das Zitat vorgelesen, wo so in einem Schlenker angedeutet wird, dass, also, oder nee, es hat Straub gesagt in dem Tonausschnitt, den wir gehört haben, es gab auch Antisemitismus im Bauhaus. Und ich weiß nicht, wer mal in Buchenwald war, an dem Eingangstor steht jedem das Seine mit einem Bauhaus, mit einer Bauhaustypografie. Also nicht, dass das jetzt irgendwie pauschal erlauben würde, das Bauhaus zu verdammen, überhaupt nicht. Aber es gibt eben diese Kontroverse, auf die ja auch der erste Film sich mit Schönberg beschäftigt, also Einleitung zur Begleitmusik einer Lichtspielszene. Da wird der von Straub in dem Tonausschnitt erwähnte Briefwechsel mit Kandinsky aus den früheren 20er Jahren wird vorgelesen, wo Schönberg sehr empört an Kandinsky geschrieben hat, dass er diese Erfahrung von Antisemitismus in Deutschland gemacht hat. Und das alles, finde ich, steckt auf eine merkwürdige Weise in diesen Entscheidungen für das Dekor eben drin. Dieser Briefwechsel, der Brief, den er schreibt, ist eine Antwort an Kandinsky, der ihn ans Bauhaus eingeladen hat. Und Kandinsky hatte sich aber gleichzeitig in dieser Zeit öffentlich aus Schönbergs Sicht sehr unklar und nicht besonders ehrenhaft zum Antisemitismus geäußert. Und das wirft er ihm vor und er entscheidet sich ganz klar, er will nicht an so eine Institution, wo es sozusagen da keine klare Haltung gäbe. Dass es für ihn eine Ausnahme gemacht würde, aber eigentlich die Haltung gegenüber Juden schon ganz klar ablehnend war. Und das meine ich eben, es ist ein bestimmter Zeitgeist, der subtil in den Film einfließt. Es gibt ja auch die Stelle, wo man die Bierflasche sieht. Die Frau stellt ihn nochmal hin, dann dreht sie sich ein bisschen ins Licht. Das ist kein Zufall, dass sie einen Davidstern hat. Also diese Bierflasche ist sozusagen Teil einer ganzen Kultur, die als angepasste, aber doch eigentlich jüdische Kultur in diesem Zimmer mitspukt. Also es geht nicht um plakatives Umgehen damit, dass das jetzt so ausgestellt würde. Aber es ist auf sehr subtile Weise, plötzlich in dem Film flackert das auf. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, sieht man auch, dass natürlich dieses Bild ist von Cézanne. Also das alles ist eine Konnotation mit einer bestimmten Tradition auch von Moderne, die auch für die Straubs sehr wichtig gewesen ist, die ja ihrerseits sich mit Cézanne in mehreren Filmen beschäftigt haben, die aber eben nicht aus dieser Katastrophe herausgeführt hat, diese Moderne, sondern und sie ihn auch nicht verhindert hat. Also das moderne Kritische ist auf mehreren Ebenen. Es ist nicht nur auf der Ebene der Ideologie, wie sich Menschen gegenüber moralischen Moden oder Verhaltensweisen, die damals üblich waren im Umgang, vielleicht auch mit Beziehungen, sondern es spielt genauso, was Dietrichsen ja auch hervorhebt, in die Kompositionstechnik hinein, also die Ästhetik der Musik, wo Schönberg ja eine ganz andere Auffassung hatte von dem, was witzig oder komisch ist oder dem, was Moden gegenüber, wie bei Ernst Krennig vielleicht im Theater funktioniert hat in seiner Zeit. Also das ist schon eine sehr komplexe Auseinandersetzung, schon bei Schönberg mit dem Phänomen Mode, Zeitgeschmack, Tradition überwinden und dann spiegelt sich das aber alles auch in diesen Dialogen wieder. Also das singt die Frau ja auch immer wieder, etwas Neues muss her. Ne? Damit parodiert sie ja gewissermaßen das, was er am Anfang ihr wiedergibt, ne? Dass sie als Hausfrau uninteressant ist. Und so. Wobei man das Gefühl hat, dass sie das viel breitere Register der Rollen und der Facetten dieses Zeitgeistes hat als er. Er sozusagen verbrennt sich am Anfang so ein bisschen die Zunge und dann ist er aber auch klar, zieht er gleich wieder den Schwanz ein. Also er ist da, hat einen sehr kleinen Spielraum, in dem er sich eigentlich bewegt. Und sie macht diesen ganzen Fächer auf von Möglichkeiten und am Ende macht sie ihn wieder zu. So. Das finde ich auch, ist auch ein sehr markant, also markant für das Stück. Also insbesondere, wenn man weiß, dass es eigentlich dann auch in den 80ern und 90ern, als der Film dann rauskam, also in den 90ern, da gab es dann ja auch so eine feministische Kritik an dem Film, die sicher auch, die man jetzt nicht von der Hand weisen kann, aber man muss schon sehen, dass
dass es da nicht so einfach zugeht, dass man am Ende sozusagen die Frau zurückgeschubst wird in die bürgerliche Ehe oder so, sondern dass da viel mehr eigentlich schon vorher auch aufgemacht wird und dann eben auch dieses Ende auch nicht kein Happy End ist sozusagen. Können wir auch darüber noch mal ein bisschen gemeinsam sprechen? Vielleicht haben Sie auch was in dem Film gesehen oder entdeckt für sich, wo Sie gerne noch mal was zu sagen möchten? Weil ich glaube, das wird auch von jeder Zeit neu verlangt. Das verlangt der Film uns ab, wenn wir uns mit unseren eigenen Werten oder Vorstellungen vielleicht dem dann ausgesetzt sind. Ja, also erstmal vielen Dank für den Film, hat mir sehr gefallen, auch die Präsentation. Ich habe zwei Fragen. Die erste bezieht sich aufs Libretto von Gertrud Schönberg. Da gibt es diese eine Stelle, wo sie sagt, sie kann Hysterie spielen. Nun ist Hysterie ja bei Freud ein zentraler Begriff. Vielleicht könnt ihr noch was sagen zum Verhältnis Schönberg-Freud. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, da waren wir eben schon ein bisschen dran. Die Entscheidung für Schwarz-Weiß, hat da Lubchansky mitgespielt deutlich? Oder wie kam die zustande? Du hast selbst gesagt, die ganzen Filme sind in Deutschland in Schwarz-Weiß. Das Schwarz-Weiß wird ja eher so im zweiten Teil des Films mit den Schatten und so weiter genutzt. Vielleicht könnt ihr dazu noch was sagen. Ja, ich fange mal an mit dem komplexen Thema Schönberg und die Psychoanalyse. Also in seinen Stücken ist, glaube ich, sehr viel von dem Wissen um psychoanalytische Erkenntnis mit eingeflossen. Aber vielleicht nicht so auf der oberflächlichen Ebene, die ja ihrerseits damals in der Zeit auch Mode war. Ne? Also auch im Kino, ne? Geheimnisse einer Seele. Oder so. Also die Ausschlachtung der psychoanalytischen Erkenntnis für künstlerische Zwecke im Surrealismus zum Beispiel auch bei den Malern oder so. Das ist, glaube ich, nicht die Ebene. Aber wenn man sich den Film jetzt anschaut, diese Dialoge nochmal auch im Zusammenspiel mit der Musik dann hört, dann wird, glaube ich, schon klar, dass es auch bei Schönberg ein starkes Interesse, glaube ich, gibt an dem, was merkwürdig an der Oberfläche ist und Dinge so ausgesprochen aufeinanderprallen lässt. Und das trägt aber nicht gerade zu einem Realismus bei. Also ich finde immer wieder, ich habe den Film jetzt zigmal gesehen, aber es gibt Momente, wo ich denke, merkwürdig, das sagen die jetzt einfach so. Also ich würde Dietrich schon zustimmen. Er sagt ja, das ist eigentlich nur im Traum möglich. Also diese ganze Konstruktion ist so absurd. Das ist was Traummäßiges. Aber das allein reicht dann noch nicht, um es zu erklären. Es gibt ja sogar im Text selbst gibt es eine Stelle, wo sie sich darüber lustig macht, dass er immer noch träumt. Also es ist, glaube ich, nicht damit getan, zu sagen, eigentlich ist das alles eine Traumwelt, die uns hier vorgeführt wird oder so. Das geht weiter. Ne? Es ist also, glaube ich, eher ein anderes Verständnis des Realen durch die Auseinandersetzung mit dem Traum. Da könnte man vielleicht sogar bei Lacan dann weiterdenken, also wie eigentlich die Psychoanalyse auch mit dem Kino immer wieder in Berührung gekommen ist. Aber eben auch schon mit der Musik. Also da steckt viel mehr drin, als es auf der Textoberfläche vielleicht rezipiert wird, wenn man das immer nur also als Ehedrama abtut und am Ende wieder Rückführung in die Konvention. Also das nur also als erster Einstieg. Da müsste man vielleicht wirklich noch ein bisschen genauer sich auch mit Schönbergs konkreten Lektüren von Freud oder so auseinandersetzen. Und das Zweite? Schwarz-Weiß, genau. Also ich habe das auch nicht weiter jetzt verfolgt, aber es gibt meines Wissens nach keine so expliziten Erklärungen oder Deutungen von den beiden, warum sie das so machen. Ich meine, dass Barton Bick in seinem Buch Landscapes of Desire apropos Freud, Landscapes of Resistance, wo er sich ja mit den deutschen Filmen der Strauss beschäftigt, wo er das, glaube ich, auch erwähnt, aber er macht nicht so viel draus, ne? Es ist eher am Rande. Und das war ja noch lange vor, also es war ja das Buch erschienen vor Von heute auf morgen, ne? Also da war diese Reihe vielleicht nicht so konsequent absehbar. Aber du hast auch keine Stelle dazu gefunden, wo sie sich dazu explizit? Nee, ich habe nur, sie haben an dem... Das fällt mir jetzt aber gerade ein, weil Sie haben in dem Programm, also aus dem jetzt kleine Tonbeispiel, was wir geschickt haben, ist von 1999 und das waren zwei Abende und da liefen die drei Schönberg-Filme, also Einleitung zu einer Lichtspielszene, Von heute auf morgen und Moses und Aaron und Sicilia, der Film, den Sie dann als nächsten gemacht haben, also 1998, das war damals dann der neue Film. Und da gibt es eine längere, weil der ist auch in Schwarz-Weiß gedreht, und da gibt es ein längeres Gespräch darüber, also auch die Frage aus dem Publikum, warum habt ihr den auf Schwarz-Weiß gedreht?
Und da hat er erst gesagt, Straub einfach so, dass sie wollten das Licht in Sizilien in Schwarz-Weiß prüfen, weil er nie auf solche Fragen irgendwie so eindeutige Antworten geben wollte. Aber er gesteht dann doch zu, dass es schon die Idee gab, auch bei Sicilia, das ist basiert auf einem Roman von Elio Vittorini, der zur Zeit des Faschismus spielt, in Italien, dass es ihm aber darum ging, sozusagen die Zeitlichkeit, die Zuordnbarkeit der Erzählung ein bisschen rauszunehmen. Also, und er hatte das Gefühl, dass es mit Schwarz-Weiß besser gelingt, dass Farben einem noch mehr eine Datierung aufdrängen oder vielleicht auch eine Gegenwärtigkeit evozieren, die dann auch wieder so nicht gewollt war. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hier schon auch eine Rolle gespielt hat, auch im Zusammenhang mit dem, was du hast ja eben beschrieben, was die Farben waren in diesem Set, die man aber jetzt im Film nicht sieht. Also, dass vielleicht die Farben auch was gemacht hätten, was sie in diesem Film nicht hätten haben wollen, in der Bildkomposition. Ja, eine allzu große Eindeutigkeit, wobei man eben auch aufpassen sollte, der jetzt für eine Erklärung zu finden. Nee, klar, das, wie gesagt, das ja. Man muss immer dann das Gegenteil finden und das hat das auch richtig, so ungefähr. Aber das wäre nochmal auch ein weiteres Thema, wie sie sich mit Farbe auch zum Beispiel im Cézanne-Film auseinandersetzen. Nicht? Also Straubs und das Thema Farbe und Farbigkeit im Film ist ein riesiges Feld. Ich sehe aber, gibt vielleicht noch eine andere Frage oder so? Wir können vielleicht auch gerne nochmal das nochmal besprechen. Also gibt vielleicht keine Frage in dem Sinn, aber ich habe tatsächlich die Inszenierung in Frankfurt gesehen, die sehr bunt ist. Und ich fand es jetzt doch faszinierend zu sehen, dass gerade das Schwarz-Weiße und überhaupt, was die machen, ohne dass ich bin keine Filmwissenschaftlerin, genau weiß, wie sie es machen, dass die diese Musik von Schönberg und die ganze Oper irre analysierend, also ganz auf den Kern führen, ja, und damit über dieses Beziehungsdrama hinausgehen, gerade in dieser Viererszene, die jetzt in Frankfurt sehr poppig und bunt und toll ist, aber vom Kern wegführt, wenn ich jetzt das gesehen habe. Ja, dass es sozusagen ja fast so eine aggressive Musik ist und was unglaublich Bedrohliches hat. Ja? Man kann nichts mehr verstehen, man ist wirklich, also da kommt, hat man wirklich das Gefühl, okay, das könnte jetzt echt der Faschismus sein, ja? der da sich so surreal bündelt in dieser Szene, während in Frankfurt doch die Inszenierung, die toll ist, aber letztlich auf der Ebene der Familie bleibt und dieses Beziehungsdramas und natürlich auch interpretiert wird als Schönberg verarbeitet seine Ehe mit der Frau vorher und so. Das bleibt ein bisschen auf dieser Ebene, während ich jetzt da das Gefühl hatte, dass die Straubs wirklich was die Musik im Kern treffen. Also das und das, wieso das mit dem Film, ich bin ganz irritiert darüber, ja, was da Film macht und also ein genaues Verstehen der Partitur und diese starren Bilder, also normalerweise Oper, Bühne, viel Bewegung, die stehen ja immer so starr. Ich fand das und sie singt und er steht und er wird nur er gezeigt, also wie das ist sehr sehr genau alles überlegt und wirft ein ganz anderes Licht auf die Oper, während in Frankfurt ist man als Publikum wirklich dann, man weiß gar nicht, was höre ich, gucke ich, sehe ich, ja, also das ist während hier konnte ich die Oper, die Musik viel besser verstehen, also deswegen bin ich jetzt meinem Sohn, der mich hier reingeführt hat, sehr dankbar, dass ich jetzt dann mal eine Erklärung für die Oper bekomme, die sehr verwirrend ist in Frankfurt. Die anderen Teile sind besser als die Oper, die einen sehr durcheinander bringt. Ja. Also vielen Dank, Sie haben das toll beschrieben, dass es, glaube ich, wirklich eine andere Schicht noch gibt, die nichts damit zu tun hat, ob das jetzt heute unseren Moralkonventionen entspricht, dieses Beziehungsgeflecht sich so auflösen zu sehen und so. Es geht da noch um was anderes, was wirklich mit der Zeit und nicht mit dem Zeitgeschmack zu tun hat. Und was Ihre Deutung oder Ihre Wahrnehmung, glaube ich, unterstützt, ist einfach das Faktum, dass Sie sehr genau mit der Partitur gearbeitet haben, jahrelang vorher schon, und sich genau überlegt haben, wo würden Sie schneiden. Es sind, ich glaube, 61 Einstellungen und noch eine weitere dazu, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben, diese Mauer, die man am Anfang sieht. Da wollte ich auch noch von wegen Schwarz-Weiß und wo liegt euer Lächeln begraben, ne? Ist irgendwo, glaube ich, im Nordend, im Born-Wiesenweg oder so. Die Mauer gibt es noch, aber den Spruch leider nicht mehr.
dieses genaue Gucken, das hat Straub selbst dann bezogen auf die Arbeit, wie ein Bildhauer gucken muss, bevor er sein Werk beginnt, wo verlaufen die Adern in einem Marmorblock? Wo kann er ansetzen? Und so haben die halt wirklich an der Partitur entlang versucht, die Stellen zu finden, wo sie schneiden können, weil ihnen von vornherein klar war, sie können immer nur in kleinen Einheiten das Ganze mit dem Orchester so hinkriegen, dass das überhaupt in der gleichzeitigen Aufnahme von Ton und Aktion irgendwie gelingen könnte. Ne? Also da kommen auf eine sehr merkwürdige Weise praktische Notwendigkeiten, den Film herzustellen, zusammen mit dem, was Sie auch das Analytische genannt haben. Und das reicht, glaube ich, wirklich viel weiter als ein Regieeinfall, der uns heute vielleicht auf der Bühne irgendwie erstmal überzeugt, aber am nächsten Tag, am nächsten Morgen schon wieder irgendwie verblasst ist, ne? weil das ein Einfall ist, der kurzlebiger ist als ein so genaues analytisches Umgehen. Das wird man auch, glaube ich, noch in Jahrzehnten irgendwie merken können, wie intensiv die Auseinandersetzung mit dieser Musik ist in dem Film. Ich habe das auch gesehen hier in Frankfurt und ich fand die Schönberg-Oper einfach nur schrecklich hier auf der Bühne. Das kam überhaupt nicht rüber. Die von heute auf morgen. Das war einfach so schlecht gemacht, also gesungen, auch nicht ansatzweise so gut wie hier. Na, leider gab es hier keine Untertitel im Film. Das fand ich sehr bedauerlich, weil das in der Oper ja eigentlich üblich ist, auch wenn Deutsch gesungen wird. Also das wäre, man konnte es zwar ganz gut verstehen, aber das wäre schon hilfreich gewesen, gerade wenn das, weil das so textlastig ja ist. Ne? Die Musik ist ja, also der Text ist ja ständig da, es gibt überhaupt keine Ouvertüre, Zwischenspiele. Es ist sehr konzentriert, sehr dicht. Ne? Also das war hier, das Interessante allerdings auf der Bühne war die Verbindung mit den anderen Stücken, die sie gemacht haben. Ne? Das war ein Bühnenbild, das durch Drehungen, Wendungen und wurde das dann, also das kam nach dem von heute auf morgen, kam diese Begleitmusik zu einer Lichtspielszene. Da sah man dann nur die Sänger, ja, pantomimische, oder nein, nicht pantomimische, aber so, sie wurden halt älter, gingen raus, gingen wieder rein in so ein Haus, das da gebaut war. Kurz vor der Pause kam dann der Sänger von dem Frank Martin, den 6 Monologen aus Jedermann. Das war der Johannes Martin Krenzle, das ist ein grandioser Sänger. Und das war eigentlich dann auch, das kam dann aber erst nach der Pause. Und das war dann aber echt das Intensivste, wo er, also er ist quasi der älter gewordene Mann, der alleine in dem Haus lebt, weil die Frau ausgezogen ist. Und er vereinsamt in dem Haus, lässt sich das Essen immer bringen. Also das soll auch so wahrscheinlich so jetzt so die Lage vieler älterer Leute in der Corona-Zeit so ein bisschen aktualisieren. Aber das war so gut gemacht, ja, dass man da einfach berührt war, also ich zumindest. Da war auch die Lichtgestaltung im Haus gut, so düster, so ein Berg von Plastikschalen. Und er singt diese Monologe, die ja auch sehr eindringlich sind. Ja, dann kam im Anschluss gleich Erwartung. Das wird dann eben von einer älteren Sängerin gesungen, die also die ältere Frau darstellen soll. Ja, das war dann zwar besser als die von heute auf morgen Oper, aber so richtig hat es mich auch nicht gepackt. Vielleicht liegt es auch am Stück. Also das auf jeden Fall fand ich jetzt auch viel interessanter und verständlicher und so, dass man auch versteht, wie Schönberg das gemeint haben könnte. Ja. Und gleichzeitig finde ich aber interessant, dass es, man könnte ja sagen, also so, was Sie beschrieben haben, könnte man jetzt sagen, ja, das ist eben so eine Werktreue oder es gibt da so eine Konzentration aufs Werk, die was mit Werktreue zu tun hat, aber irgendwie darum geht es ja gar nicht und darum ging es Ihnen ja auch nie, weil das würde ja auch voraussetzen, dass es sozusagen dass das Werk einem sagt, wie man ihm treu bleiben kann oder sein kann und was eben eine Untreue wäre. Es geht um eine Genauigkeit, also die aber das nicht ausschließt, dass die auch immer wieder ganz andere Formen annehmen kann, aber es geht um die Herausforderung, sich mit einem Werk, das man sich vornimmt, hier eine Partitur, einem Libretto, in den meisten anderen, in vielen anderen Filmen eben literarische Werke oder Texte, sich eben sehr genau zu beschäftigen, nicht nur mit der
sozusagen der Sinnebene oder der Erzählung, wie es, glaube ich, ein bisschen diese Inszenierung ja auch versucht hat, der Geschichte eine zeitgenössische Bedeutung zu geben oder so, sondern eben genau mit der Struktur der Sätze, der Sprache, der Grammatik und eben auch der Partitur, wie du es beschrieben hast. Und das ist eigentlich eine strukturelle Arbeit, die jetzt gar nicht, also die sozusagen, die was sehr Handwerkliches hat und nichts interpretieren. Das ist, also ich paraphrasiere jetzt so ein bisschen, was Daniel und Jean-Marie auch immer wieder über ihre Arbeit gesagt haben. Und ich finde, dass es in dem Film tatsächlich auf eine ganz interessante Art sichtbar wird. Dass es, wie Sie es sehr schön eben beschrieben haben, dieses Eindringen in den Kern bergen von dieser Oper. Und gleichzeitig ist es aber ja nicht irgendwie puristisch oder so, sondern es ist ja eine sehr, sehr merkwürdige und sehr künstliche Inszenierung eigentlich in diesem Film. Die Schnitte, die Nahaufnahmen, was Sie beschrieben haben, das viele Singen und Sprechen aus dem Off und ganz eigentümliche Entscheidungen, die einen in einen ganz merkwürdigen Raum versetzen. Also das, was merkwürdig ist, wie du es jetzt beschrieben hast, oder was einem auch fremd oder irritierend vorkommen kann, das zeigt, finde ich, nochmal auf eine ganz andere Weise sehr gut, was Brecht mit Verfremdungseffekt gemeint hat. Dass es gerade nicht um ein oberflächliches Fremdmachen geht. Ne? Also, dass ich irgendwie zwingend ein Werk aus früheren Epochen in die Gegenwart hole, indem ich den Schergen irgendwie Nazi-Uniformen anziehe. Das hatte vielleicht bei Neuenfels hier die AIDA in Frankfurt auch noch eine gewisse Berechtigung in den 80er Jahren. Aber worauf ich hinaus will, es geht in der Weise, wie Sie das Stück inszenieren. Ne? Das ist ja quasi als Zwischenschritt. Sie haben da ja eine Bühne, die Sie nutzen, um dann den Film damit zu produzieren. Es gibt ja auch andere Filme, die Sie sogar vor Theaterpublikum in Buti, auch Sicilia, war ja auch so ein Beispiel, wo Sie erstmal mit einem Theaterpublikum gearbeitet haben, um danach dann den Film zu machen. Oder Antigone, was dann auch vor Theaterpublikum in der Schaubühne in Berlin gezeigt wurde, bevor es dann in dem antiken Theater von Segesta aufgenommen wurde. Das Inszenieren dabei ist aber eben nicht auf der Oberfläche von Effekten. Ne? Das wollte ich nochmal unterstreichen, sondern es arbeitet sich in die Struktur der Werke ein, wie du auch sagst, und findet da etwas, was dann auch natürlich eine Lesart ist. Man kann auch andere Lesarten nach wie vor entwickeln. Das ist sicherlich nicht die einzige zu dem Werk, aber die hat schon eine gewisse Kraft, das würde ich sagen. Und die ist halt auch auf eine bestimmte Weise sehr eigenständig. Sie versteckt sich nicht hinter Schönberg, sondern sie trifft Entscheidungen auch vielleicht gegen der Uraufführung. Ne? Ich habe das auch, diese Aufnahme gibt es auch als reine CD. Ne? Die hatte ich mal. Die ist bei CPO erschienen. Nur Einspielung von dieser Produktion. Einspielung dieser Oper. Ne? Mhm. Und das hat mir überhaupt nichts auch gegeben, nur auf CD. Weil ich finde, das hat jetzt noch mal so ein bisschen klar gemacht, ne, wie die Figuren zueinander stehen. Ne? Dann auch mit dem Ehepaar, das dann noch dazu kam, da verstand man in der Tat gar nichts mehr. Ne? Also das war auch ganz schrecklich auf der Bühne gemacht. Die kamen wie so zwei Zombies von außen dann da rein auf einmal. Als ob dem Regisseur da auch nichts eingefallen ist. Oder so. Ich wollte noch was sagen zu dieser, was Sie gesagt haben, dass es leider nicht untertitelt war. Dieses Nichtverstehen von Dialogen, das spielt ein, gibt es in vielen Filmen. Es gibt zum Beispiel in Autant von Ihnen von 1969. Da wird Corneille, also ein Stück von Corneille in Rom inszeniert, gesprochen vor der Kamera und in einer Geschwindigkeit, die auch ein französisches Publikum irgendwann zum Teil dann einfach aussteigen muss bei einigen Dialogen. Aber soll man das nicht verstehen? Ist das absichtlich so gemacht oder? Er hat immer, Sie haben immer gesagt, also in dem Fall und auch bei anderen Filmen, Sie haben auch oft sehr reduziert mit Untertiteln gearbeitet und Sie haben sehr genau diese Übersetzungsarbeit genommen, wo übersetzt wurde, aber Sie haben auch immer Lücken gelassen, weil Sie gesagt haben, dass Sie Ihre Werke nicht universalisieren wollen. Und das ist ein gewisses Maß an Verlust und an Unverständlichkeit, sowohl zwischen den Sprachen als auch überhaupt jeder sozusagen
die Fähigkeit, was aufzunehmen, die Nuancen wahrzunehmen. Also es ist ja nicht nur das gesprochene Wort, sondern also dass einem immer was entgeht und dass jeder sich sozusagen oder jeder sich auf was anderes konzentriert und dass man, ich glaube, in dieser in dieser Schluss, in diesem der Kakophonie, ich würde fast sagen, Sie haben es eben auch schon, dieses Unheimliche, das ist fast ein Pogrom, also da entsteht so ein Pogromgeschrei, dass das irgendwie, diese, ich glaube, dass es da fast dann in dem Film mehr darum geht, diese einen sozusagen in dieses Gewitter mitten hineinzustellen, was da sich sozusagen ausbricht und das auch zu spüren, mehr als irgendwie die Argumente, die da hin und her geschoben werden oder geschmissen werden, zu verstehen. Also insofern ist es mit Sicherheit kein Versehen, was jetzt nicht heißt, dass es deswegen als genial und so hingenommen werden muss. Man kann sich natürlich zu Recht darüber ärgern und ich habe mich auch während des Films ein paar Mal überanstrengend gefühlt und gedacht, oh, fuck it, das müsste ein bisschen besser ausgemischt sein, da hätte man vielleicht den Satz. Also ich meine, das Libretto ist ja nur absichtlich geschrieben worden schon, ne? Also auch mit dem Inhalt des Textes, ne? Und das von der Frau von Schönberg. Und das soll man ja auch, das wollte ja nicht ohne Grund. Hm. Also insofern bringt das ja nicht viel, wenn das jetzt nur so eine Kakophonie ist. Deshalb, ich hätte da schon gern gewusst, um was es konkret geht. Ne? Gut, aber es ist auch das ganze Stück über von Phrasen die Rede. Und auch was Sie am Schluss, so viel können wir Ihnen verraten. Also, wir haben den Text ja hier auch zum Teil dann mit drin. Also es ist so, dass im Endeffekt schon einfach das nochmal gewaltig aufeinanderprallt, die Phrasen der Mode und die Versuche dagegen zu halten mit einer neu gefundenen, vielleicht auch imaginären Sicherheit in dieser Beziehung. Aber auch phrasenhaftig. Ja, genau. Das meine ich ja. Also es ist letztlich, ich würde schon sagen, es geht Ihnen nicht darum, einfach arrogant darauf zu verzichten, die Inhalte des Gesagten zu transportieren. Soweit geht das überhaupt nicht. Erst recht nicht, dass das eine Masche wäre. Aber die Musik ist, glaube ich, dafür nicht allein verantwortlich zu machen, aber schon, also wenn man das so singt, man kriegt das ja auch mit, gerade bei der Frau, wie schwer das ist, diese Worte zu artikulieren, bei diesen Sprüngen, von den Tonhöhen her. Es ist, glaube ich, immer eine Abwägung. Ne? Und Sie machen sich ja auch über Wagner lustig, der ja bekanntlich, also mit den ganzen Zitaten macht sich Schönberg über Wagner lustig, gerade bei den Tenorphrasen dann von Siegmund her oder Rheingold und so. Und Wagner, der ja nun immer auf die Wortverständlichkeit hin gedichtet und dann komponiert hat, das ist ja eine Ebene, die Schönberg sehr wohl bewusst war und die er auch seinerseits schon als Komponist ein Stück weit relativiert hat, würde ich sagen. Vielleicht im Streit mit seiner Frau übrigens dann, als Librettistin, das kann ja sein. Ne? Aber ich würde das nicht so einfach als einen Fehler ansehen. Ne? Ja, ich habe noch zwei kleine Punkte. Also der eine Punkt war auch der mit der Phrase. Phrasenkritik ist ja ein Kernthema in der Wiener Moderne. Das ist durchgängig. Und die ganze österreichische Moderne kommt ja davon, klein und präzise. Das ist Franz Brentano etc. Also es kommt von der Phänomenologie her, was in Deutschland irgendwie teilweise nicht so bekannt ist. Also in Großdeutschland. Der zweite Punkt ist der, die Thematik mit dem Gas. Auschwitz ist auch ein Thema der Vergasung natürlich. Hat das Stroop-Ouye in irgendeiner Form irritiert? Weil an irgendeiner Stelle kam mir das dann doch so vor, das ist ja irgendwie ganz seltsam, was da auch so gesagt wird. Und natürlich ist das Stück ja entstanden vor Hitler etc. Aber haben da, für mich schwingt das jetzt so viele Jahre später natürlich ein bisschen mit, diese Thematik. Also die Gaskammern sind präsent in der gesamten Auseinandersetzung, die die beiden mit Schönberg geführt haben. Also auch in Einleitungen zur Begleitmusik einer Lichtspielszene wird der Freispruch eines KZ, ich glaube Baumeisters, als Zeitungsausschnitt eingeblendet, während man die Musik zu dieser imaginären Lichtspielszene hört, sieht man auch Kampfbomber aus den USA. Also es sind ganz klare Bezüge zu Krieg und Vernichtung. Es ist natürlich wirklich, also gespenstisch, würde man heute sagen, wie dieses Motiv da so reinkommt und wie das antizipiert. Aber ich glaube,
Straub und Nier waren sich sehr bewusst, wie platt das werden könnte, wenn man das übertreibt. Deshalb ist es diese eine subtile Anspielung mit der Bierflasche, die ja in sich auch noch mal mehrdeutig ist. Weil eine Bierflasche ist nicht gerade das Symbol jüdischer Kultur. Also das ist irgendwie sehr subtil gemacht, dass man das da mitlesen kann, aber nicht muss. Und ich glaube eben, das hatten wir ja vorhin schon mal gestreift, also der Wirklichkeitsbezug sowohl der Oper von Schönberg als auch des Films ist sehr komplex und lässt sich eben nicht darauf reduzieren, dass es einerseits eine Traumwelt wäre oder andererseits eine schonungslose Aufdeckung aller Verstrickungen jüdischer, assimilierter Deutscher in den 30er Jahren oder so. Ne? Also diese platten Lesarten, die prallen da irgendwie ab. Deshalb finde ich es interessant, sich darüber Gedanken zu machen, aber das ist, glaube ich, nicht eindeutig gelöst und es ist präsent, aber nicht so mit dem Holzhammer, ne? Sondern sehr subtil, würde ich sagen. Das ist der Spuk, das ist das, was da spukt, glaube ich, was Straub da gemeint, in dem, was wir eben eingespielt haben. Das spukt was und das muss man dann auch als Spuk im Raum lassen, glaube ich. Jetzt muss ich leider Spielverderber auftreten. Die nächste Vorstellung beginnt bald. Und, Solange du nicht spukst. Ja. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Und euch, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das Buch gibt es übrigens oben an der Kasse zu kaufen. Und es gibt weitere Filme, haben wir gar nicht gesagt, in der Pupille. Also im Online steht es drin, morgen den Cézanne-Film. Morgen Totes Empedokles. Morgen Abend in der Pupille. Am Sonntag den Cézanne-Film und einige Kurzfilme, auch neuere, mit wieder Texten auch aus dem Buch. Also wer möchte, findet die Info auch auf der Homepage. Und am Dienstag zeigen die Kommunisten in der Pupille einen der neuesten Filme, also 2014. Okay, vielen Dank. Schönen Abend. Tschüss.